Bio heißt für uns, mit der Natur zu arbeiten und nicht dagegen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Man hat auch gesehen und man sieht es immer wieder, die Erde dankt uns das mit wertvollen Gemüse. Man spürt es, wenn man reinbeißt in Paprika, Zucchini, Paradeis, was auch immer. Man merkt wirklich, das ist das, was in der Erde ist, die Kraft der Erde, und bestätigt uns jedes Mal, dass das, was wir machen, passt. Also das ist so, dass prinzipiell bei der Pflanzung schon Nützlingseinsatz stattfindet. Das heißt, dass logischerweise in der Natur ist der Schädling da und es gibt einen Nützling. Und das ist unsere Aufgabe, eben die beiden zu vereinen. Dafür gibt es auch bei uns nicht, dass einer komplett weg ist. Also die Laus darf nicht komplett weg sein, weil sonst hat der Nützling ja nichts. Und das ist eigentlich das, was Bio ausmacht. Das ist Bio. Es hat jedes Lebewesen die Berechtigung, da zu sein. Und natürlich immer, du musst immer bei deinem Gemüse sein. Das ist so wie mit Kindern zu vergleichen. Du musst immer dabei sein und schauen, dass sie wachsen und gedeihen. Und dann hast du auch die Waage, dass du fast keinen Ausfall hast. Also wenn etwas nicht verkauft wird, kommt sie bei uns in die Verarbeitung, weil das eben seit 2 Jahren unsere Tochter schon macht. Da ist eigentlich alles drinnen, von Sellerie, rote Rüben, Essiggurken, Paprika, alles. Was natürlich sehr viel wert ist, weil dadurch auch der komplette Winter versorgt wird damit, ne? Auch im Winter immer wieder Gemüse zur Verfügung ist. Das große Glück haben wir, dass unsere Kinder im Betrieb mitarbeiten und dadurch ein richtiger Familienbetrieb ist und die gewissen Sachen eben aufgegliedert sind, wer für was verantwortlich ist. Das ist unser großer, großer Vorteil, dem wir sehr dankbar sind, dass das so funktioniert. Aufs Ganze schauen heißt für uns, dass jeder die Berechtigkeit hat, so zu sein, wie er ist. Ob das jetzt der Regenwurm in der Erde ist oder einfach die Pflanzen, die wächst, auch wir alle als Familie, dass er jeder so sein kann, wie er ist und somit das Ganze auch erhalten bleibt. Für meine Kinder ist noch was da, die können weiter wirtschaften und auch noch viele, viele, viele Generationen. Das ist uns eigentlich wichtig, ja.